kommen jetzt zum Austausch von Ventilen. Wenn ich ein Ventil tauschen will, nehme ich mir das alte Ventil und ein neues Ventil. Und auch hier werden die Maße überprüft. Ich nehme einmal vom Ventil den Schaftdurchmesser und vergleiche ihn mit dem Schaftdurchmesser vom neuen Ventil. Ich schaue mir die Keilaufnahme an, dass sie identisch ist, und ich messe die Länge des Ventils. Vergleiche es vom neuen zum alten. Das entscheidende Maß ist dann noch einmal der Tellerdurchmesser. Wenn alles gleich ist, kann ich das neue Ventil einbauen. Um es einzubauen, muss ich den Zylinderkopf reinigen, die Kanäle von Ölkohle befreien. Dann nehme ich das neue Ventil und stecke es erst einmal in die Ventilführung und überprüfe das Spiel des Ventiles in der Führung. Wenn hier zu viel Spiel ist, kann ich das Ventil nicht einbauen. Dann muss die Ventilführung erneuert werden. Ist das Ventilspiel, das Spiel des Schaftes in Ordnung, kann ich das Ventil mit Einschleifpaste einschleifen in den Sitz oder es halt von einem Motoreninstandsetzer den Sitz bearbeiten lassen. Wenn der Sitz bearbeitet ist bzw. eingeschliffen ist, wird das Ventil in den Zylinderkopf eingesteckt und wir überprüfen die Dichtheit mit einem Vakuumtester oder mit einer Flüssigkeit, Petroleum und so weiter. Jetzt kommen wir dazu, Ventile aus- und einzubauen. Wenn ich das Ventil im Zylinderkopf einsetze, nehme ich eine neue Ventilschaftabdichtung und montiere sie mit einem Spezialwerkzeug auf das Ventil und auf die Ventilführung. Danach nehme ich die Ventilfedern, stecke sie rein und montiere sie, indem ich mit einem Ventilknecht die Ventilfeder spanne, die Ventilkeile, und ich empfehle dabei, diese Ventilkeile zu erneuern. Habe ich das Ventil montiert, muss ich das Ganze noch einmal auf Dichtheit prüfen, was man entweder mit einem Vakuumtester macht oder mit einer Flüssigkeit, eventuell Petroleum.